Headshot. Willkommen zu Let's Play World of Tanks. Ich bin der Free Agent und zeige euch heute die ISO 152, einen russischen Jagdpanzer der Stufe 8. Hab hier ein Standardgefecht auf Engs erwischt mit 4 Neunern pro Team. Dann haben wir eine ganze Menge Achter und noch einen ganzen Haufen 7er Tanks dabei. Die ISO 152 hat die BL-10-Kanone, die habt ihr in Action schon gesehen in dem Video vom Objekt 704. Und nun zeige ich euch mal, was diese Kanone eine Stufe tiefer, nämlich auf der 8er Stufe, anrichten kann. Wir fahren hier also direkt straight away vor in die Stadt und hoffen, dass wir hier gleich mal dem ersten guten Tag sagen können, indem wir hier in den Hof fahren, weil bei dem könnt ihr durch die Luke hier im Stein durchgucken bis rüber zur anderen Seite, und da haben wir auch schon einen Jagdtiger. Der beschießt unseren Mann hier. Das wollen wir mal verhindern, haben aber nicht viel von ihm gesehen. Da sind wir auch entdeckt, wir schießen, aber der hat keinen Schaden gemacht. Das ist recht ärgerlich, da hätten wir gleich am Anfang mal schon ein paar Punkte einheimsen können. Nun gut, zurückgesetzt, weil da kann ich nicht mehr stehen bleiben. Wenn ich da noch mal vorkomme, wird mir der Jagdtiger sofort eine Kugel rüber schicken, also lassen wir das mal lieber, gehen hier so weit wie möglich nach außen und gucken, ob wir über die Straße hier jemanden zu fassen kriegen. Da vorne hüpft schon einer am Haus längs, da ist noch einer aufgegangen, noch können wir nicht erkennen, wer oder was das ist. Legen wir mal an da, aber da ist nichts zu sehen, das ist auch vom Auto verdeckt und da werden wir beschossen hier. Die Su 100 M1 hat mich hier irgendwie entdeckt. Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier ein bisschen Schutz kriege und nicht am Anfang schon Punkte lasse. Da schießt jemand wahrscheinlich die Zoom ein zweites Mal. Der ist aber Gott sei Dank hier im Stein hängen geblieben und muss ich hier vorne erstmal ran und die Situation hier ein bisschen überdenken, was ich jetzt hier noch so machen kann, ohne hier mit Beschuss rauszugehen. So, da kommt der Centurion 7-1. Der hat mich aber entdeckt, kommt dementsprechend nicht weit genug raus. Hat noch 76% Strukturpunkte, das heißt, er hat schon irgendwo einen kassiert. Mit Glück kommt er da jetzt durch. Hofft, dass ich ihn nicht entdeckt habe. Ah, da ist es tatsächlich passiert. Knack, konnte ihm reindrücken. Und das sind die ersten 780 Punkte. Jetzt setzt er zurück, revanchiert sich, drückt mir 403 rein. Aber, brav wie er ist, setzt er ganz zurück. Wartet, bis ich nachgeladen habe und gibt mir somit nochmal die Gelegenheit, ihn eine zu verpassen. Nun ist er zurück, nun fährt er wieder vor. Was hat er jetzt vor? Doch nicht das gleiche nochmal. Doch, er tut es tatsächlich und da kann ich ihn rausnehmen. Das war nun recht dumm von ihm. Hier schreibt er jetzt, nice hack ISO, nice. Mhm, das ist aber auch eine Ansicht. Reported you, you shitface. Also, lieber kleiner Noob. Ich empfehle dir wirklich mal die Grundtaktiken von den Tanks zu lernen, ein bisschen was über die Kanonen von anderen Panzern und vor allen Dingen, dass man unter 50 Metern generell offen bleibt, egal ob Gebäude da sind oder nicht. Wenn du das gelernt hast, dann lernst du noch, dass Panzer von der Seite weich sind und dass sie von allen Panzern an der Seite gut beschossen werden können. Und wenn man eine BL-10-Kanone in der Nähe hat, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt seine Seite zeigen. So, so viel dazu, mein kleiner Noob. Lern was über die Panzer, dann passiert dir sowas auch nicht mehr und du brauchst auch nicht zu behaupten, dass andere irgendwie bescheißen würden. So, jetzt fahre ich hier in die Mitte. Irgendwo werden bestimmt noch Gegner für uns rumstehen. Außerdem muss ich mein Team jetzt nur nochmal nach dem Lachanfall da ein bisschen unterstützen. Was habe ich hier? Da steht eine IS-3, die ist aber recht sicher da. Also gehe ich lieber nach rechts ein bisschen rüber. Dort links kann ich eh nicht helfen. Hier haben wir noch einen M103 und einen T29, der da steht. Und da haben wir den gegnerischen E75. Wenn ich hier jetzt rausfahre, dann wird er mir böse wehtun. Da kommt noch ein Gegner. Was haben wir da? Den gegnerischen M103, der interessiert sich nicht für mich. Ab in den Kopf geschossen und rausgenommen. Mit schönen 368 Punkten. So, da ist der Jagdtiger von vorhin, der scheint sich auch nicht für mich zu interessieren, brennt jetzt ein bisschen, verliert ein paar Punkte.
Das gibt mir die Gelegenheit nachzuladen, zu zielen und auch den rauszunehmen. Nochmal 478 Punkte. So mehren sich hier die Punkte langsam. So, und dann muss ich gucken, dass ich den E75 irgendwie abgelenkt kriege von meinem Verbündeten. Dem geht es nicht mehr ganz so gut mit neuen Strukturpunkten. Also, nachgeladen habe ich, ein bisschen vorgerückt. Ich hoffe, der kriegt mich jetzt nicht gleich. Das könnte mir nicht böse wehtun, wenn der mich trifft. Aber der guckt nicht nach mir, hat auch nicht mit mir gerechnet, zeigt mir die Turmseite. Ich kann ihm reinschießen und habe 729 Schaden gemacht. Selbst an dem E75 geht das. So, der möchte sich jetzt auch revanchieren und schießt vorbei. Da habe ich mehr Glück als Vaterlandsliebe gehabt. Also wieder vorgerückt, nachgeladen ist. Da steht noch ein Tiger. Den nehmen wir auch, wenn der E75 nicht will. Jetzt ist der E75 alleine. Darf sich mit dem Rest meiner Mannen anlegen und damit haben wir das Spiel gewonnen. Kurz, knapp und erfolgreich. Ja, das Spiel gab die Klasse 2 für die ISO, obwohl ich ja nun wirklich nicht viel getan habe. Bin im Gesamtklassement auf Platz 3 gelandet und habe immerhin mit den paar Schüssen 2959 Schaden anrichten können. Hab 4 Tanks rausgenommen und das hat gereicht für eine Basiserfahrung von 1022. Genau habe ich an Schüssen 7 Stück rausgegeben. Die 7 haben auch alle getroffen und 6 haben dem Gegner böse wehgetan. Zweimal bin ich selber beschossen worden. Davon hat einer durchgeschlagen und einer wurde von der Panzerung abgefangen und das hat immerhin für 250 nicht erhaltenen Schaden gesorgt. Einen habe ich gespottet, einen Gegner beschädigt und 4 weitere zerstört. Unterm Strich ein sehr schönes Ergebnis. Gut war das Ganze für etwas über 39.000 Credits brutto. Auffüllung und Reparatur schlagen mit nun ein paar Credits zu Buche, sodass unterm Strich 23.656 Punkte netto dabei übergeblieben sind. Und durch das Premium-Konto wurde aus der Basiserfahrung noch ein bisschen was zugepackt und so komme ich auf 1533 Punkte. Ich danke euch fürs Zuschauen, schreibt mir in die Kommentare, was euch auf der Seele liegt und dann sehen wir uns demnächst auf dem Schlachtfeld wieder und da bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Jagd.